Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich glaube, ja, die rennen alle aufs Schiff. Spirit? Nee, das sieht aus wie ein Trappy. Irgendwas Großes. Schon wieder ein Caleb. Ich glaube, die spielen jetzt alle nochmal den Todesboten, bevor er einen größeren Terrorradius bekommt, weil viele Leute glauben ja tatsächlich, dass er dann nicht mehr spielbar ist. Ich mir denke, eine Huntress hörst du auch über die ganze Map und mit einer Huntress kriegst du auch deine Kills. Aber gut. Gegebenenfalls haben wir jetzt direkt Ruin aus dem... Dann war es Undying wahrscheinlich. Oder was auch immer. Gibt ja viele Möglichkeiten, ne? Mit so einem Totem. Aber ja. Wir gucken mal, was wir hier hinkriegen. Ich spiele halt mal wieder Elodie. War gerade so eine spontane Entscheidung. Die Frage ist, sind die jetzt beim Schiff alle weggegangen? Oder arbeitet dort jetzt jemand? David muss sich mal langsam wenden, sonst fällt er um. David? Do you know you have a deep wound? Jetzt wird er wieder gejagt. Ah, toll. Wenn der Killer gut ist, stellt das jetzt so an, dass David stehen bleiben muss. Und dann fällt er um. Oh, wir machen die Gens, glaube ich. Ich habe nicht aufgepasst, wo der zweite Generator angegangen ist. Kommt in den Keller wahrscheinlich, wenn der Keller dort ist. Ja. Er läuft nach links. Er läuft wieder in die Shack. Ist nur der Shack. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Aufnahme so gut seht, aber er ist immer noch dort oben an der Shack. Ist David selber gesprungen? Ich glaube, wir sollten mal gucken gehen, oder? Ich glaube, Feng ist die nächste Deli. Upsi! Das ist ja jetzt blöd. Jetzt Nöte am Start.
Ja, ich bin weg. Dort, die machen das schon. Tschüss. Mach die Palette kaputt. Hey Jake, wir haben eine richtig gute Runde gespielt. Man sollte bei Caleb nicht im Ausgang stehen bleiben. Warum lauft ihr denn nicht? Ich gehe nicht retten. Weil dann weiß ich, dass ich am Haken bin. Tschüss! Ich weiß, das ist ein richtig Assi-Move. Nein, Fang, ich hab Angst. Och, Fang. Okay, YouTube. YouTube, wir wissen, wir sind eigentlich raus. Wir schaffen das nie im Leben. Tschüss. Ich lass mich lieber beleidigen. Tschüss. Ich hatte ganz kurz, hatte ich Mut. Und dann habe ich gehört, dass der Killer natürlich am Keller steht. Und dann dachte ich, nein. Ich will gar nicht wissen, was die mir sagen. Hahaha. Deswegen gehen wir ganz schnell raus. Tschüss, danke fürs Zuschauen. Wir sind rausgekommen. Das ist das, was zählt. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Danke wie immer. Macht's gut. Tschüss.